Herzlich willkommen zu einem weiteren Idealism Prevails Kamingespräch. Das Thema heute sind alternative freie Medienplattformen, die Rettung der vierten Gewalt. Wir werden uns heute unterhalten dazu. Ich habe zwei Gäste eingeladen, Michael Sassmann und Michael Purner. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Michael Sassmann ist eigentlich von seinem Grundberuf her Handwerker, im Trockenbau aktiv, Unternehmer und hat sich in den letzten beiden Jahren, speziell in den letzten beiden Jahren, mit YouTube-Kanälen sozusagen die alternative Medienszene bewegt und dort einfach auch durchaus erfolgreich agiert. Also durchaus auch ein Fachmann, wenn man so will, in diesem Bereich. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute auch dazu sagen kannst, wie das gelungen ist und warum du dich da auch dafür interessiert hast überhaupt. Gell? Mhm. Also herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Michael Purner. Ein Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre ist da im Hintergrund und zum anderen auch ein Interesse am Grundeinkommen. Das hat euch beide dann irgendwann zusammengebracht, habe ich gerade vorhin erfahren. Und auch YouTube-Kanalbetreiber. Ja, Scheinwelten ist dein Kanal. Bei Michael Sassmann sind es mehrere Kanäle, unter anderem der GVA-Kanal oder der persönliche Kanal unter dem Namen. Wir werden dann noch kurz dann darauf zu sprechen kommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Wird sicher sehr spannend. Und die erste Frage, die ich jetzt an dich, Michael Sassmann, habe, ist, es ist irgendwie so, es gäbe jetzt einen riesen Hype im Bereich der freien alternativen Medienplattformen. Ja, das erlebst du ja auch, wie ich gehört habe. Ist es jetzt so, dass diese Covid-19-Situation, die da vor zwei Jahren aufgepoppt ist, so als Katalysator zu sehen ist für diesen Bereich? Wie erlebst du das? Ja, also das ist auf jeden Fall als Katalysator zu sehen. Weil ich habe ja schon angefangen mit den YouTube-Videos schon vor der C-Krise, ich sage immer C-Krise in meinen Videos. Und zwar damals war das noch, wenn du ein YouTuber warst, ja, ich habe da so die ersten Autofahrer-Videos gemacht und da dümpelst du eben so ein bisschen dahin und dann ist ja die große Krise gekommen. Ja. Und da ich immer schon ein Mensch war mit einem kritischen Blick, habe ich natürlich dann dieses Thema aufgegriffen und dann war extrem der Hype da. Ja. Also ich bin innerhalb von wenigen Monaten, kann man sagen, von ein paar hundert Abonnenten auf fast 20.000 Abonnenten in die Höhe geschnallt, muss man schon fast sagen. Also ich hätte mir das im Traum nicht vorstellen können. Also wenn du mir das vor der Krise gesagt hättest, dann hätte ich dir auf den Kopf gegriffen, weil es war auch nie beabsichtigt, also dass ich da so eine Menge an Abonnenten irgendwie gewinnen kann. Ja. Mhm. Also für mich war das immer so eher ja ein paar Autofahrer-Videos zu machen, ein bisschen was mir auf der Seele brennt, einfach meine Meinung zu sagen. Und so hat sich das einfach dann immer mehr entwickelt und natürlich dann, wenn du dann sehr viele Abonnenten hast, dann fängst du dann an, dich mehr ins Zeug zu hauen und sagen, hey, pff, ja, da ist ein großes Interesse da, anscheinend erreiche ich mit meiner Art und Weise viele Menschen und ja, habe mich dann da mehr auf diesen Bereich konzentriert, ja, und habe dann angefangen, so richtig so wie ein investigativer Journalist zu arbeiten, ja. Spannend finde ich ja, du bist ja Handwerker, Trockenbauer. Wie kommt man da auf die Idee, im Medienbereich aktiv zu werden? Oder wie entsteht sowas? Ja, und zwar haben wir zuerst schon gesprochen darüber, dass als Handwerker kommst du ja zu sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Du hast unterschiedliche Baustellen und so weiter. Du hast wirklich quer durch die Bank alle Schichten von Menschen, ja, mit die du zu tun hast. Und aus diesen heraus entwickelst du dann, wenn du das viele Jahre machst, ein sehr gutes Menschenkenntnis, ja, oder den, wie man so schön sagt, den Hausverstand, ja. Mhm. Und ich glaube, den habe ich dann immer sehr stark einfließen lassen in meine Arbeiten, ja, also dann, wie ich dann mit YouTube angefangen habe, weil du dann einfach sehr schnell merkst, hoppala, da stimmt was nicht, der erzählt da jetzt, also rein von der intuitiven Seite her, der erzählt mir da jetzt irgendein Geschichtel, ja. Das merkst du einfach, wenn du 20 Jahre am Bau bist, dann kennst du einfach die Leute, ja, die was dich über den Tisch ziehen will. Und jetzt beobachtest du im Fernsehen, was die da von sich geben. Ehrlich gesagt, ich habe geglaubt, ich muss mich übergeben. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, meine
aus dem Innen heraus, meine Intuition, die versuche ich da jetzt hineinzubringen, ja, also eben diesen Hausverstand, ja. Spannend, und, ja. Ja, und in Kombination mit Michi, der dann auch das richtige Wissen hat, ja, so hat sich das eben immer mehr dann entwickelt, ja. Wenn man so jetzt wirklich sagt, okay, ich kann jetzt vielleicht keine Studien so lesen oder da brauchst du natürlich dann Hilfe von jemandem und da haben sich unsere beiden Wege gekreuzt irgendwie. Das gell? Hat sich ja. dann überkreuzt, mhm. ja. Mhm. Genau. Super. Jetzt sind wir bei Michael Purner schon gelandet. Da auch jetzt so diese erste Frage von mir an dich. Ist es jetzt wirklich, ist zu erwarten, dass wenn jetzt die C-Krise, wie du sie nennst, dann vorbei ist, wann auch immer, ja, dass dann diese Abonnentenzahlen wieder nach unten gehen? Was ist so deine Sichtweise drauf? Was glaubst du? Persönlich glaube ich nicht, dass die Abonnentenzahlen nach unten gehen, weil die abonnieren, ohnehin schon zumindest einen Ticken mehr in Richtung Wahrheit forschen wollen. Und manchmal ist es ja nicht so, dass wir die Wahrheit finden. Es ist extrem schwierig, überhaupt in die Nähe einer Wahrheit zu kommen. Also das heißt, wir können eigentlich nur anbieten, Sichtweisen, Richtungen und eventuell diese Wahrheit einzukreisen. Also wo sie dann genau noch liegt, ist extrem schwierig. Aber die auf dem Weg sind, die uns abonniert haben, die haben dann auch sehr oft ähnliche Gedanken, ähnliche Zugänge und die wollen dann sehen, ob wir auf der einen Seite auch drauf kommen. Ja, das merkt man dann immer wieder, wenn so nette Hinweise unten in die Kommentare drinnen stehen. Ja, da geht's noch ein bisschen weiter und da geht's noch ein bisschen weiter. Und auf der anderen Seite Leute, die ganz neu dazukommen, die dann merken, man darf über bestimmte Themen nachdenken. Und das scheint irgendwie verpönt zu sein oder wie auch immer. Die fühlen sich dann endlich bestätigt, wenn sie auf ihn oder auf mich treffen und sehen, okay, Zusammenhänge darzustellen oder darüber nachzudenken, ist nicht einfach verboten, sondern vielleicht sogar extremst notwendig jetzt in dieser Situation. Und die bleiben dann aus meiner Sicht auf solchen Kanälen noch hängen. Heißt das auch, dass es andere Themen gibt jetzt auf deinen Kanälen als Gesundheit und Krankheit? Oder? Ja, natürlich. Ja. Also ich gehe natürlich noch ein bisschen weiter. Wirtschaft, mit dem habe ich angefangen auf dem Kanal. War in der Krise zumindest letztes Jahr überhaupt nicht gefragt. Also das hat sehr lange gebraucht und ich habe einige Videos gemacht, also insbesondere im Bereich dann, wie könnte es weitergehen mit der Wirtschaft, wie schwächt sich das Ganze ab, wie wirkt sich das aus auf Inflation. War am Anfang für, sagen wir, Interessenten der Wirtschaft gut, aber das ist nicht gewachsen. Und dann habe ich eben das Ganze erweitert, auch in Richtung Politik, Medizin, Recht, also alles, was man jetzt gerade in der Krise so braucht und gut beleuchten kann, weil es viel gibt zum Herzeigen, wo man nicht nur zu Spezialisten gehen kann, sondern wo man auch die Menschen selber dazu animieren kann, mal selbst nachzuschauen. Ja, was steht denn drinnen in dem Gesetz? Was steht denn drin in der Verordnung? Was steht denn drinnen in den Studien? Einige lassen sich nicht einfach so lesen, da muss man dann noch ein bisschen dazu recherchieren, was hier eigentlich drinnen steht. Manchmal beginnt das sogar schon bei der Überschrift. Also gerade dieses eine Video, wo ich das gezeigt habe, von Dr. Karl Hecht, der bewiesen hat, dass eine ganz normale elektromagnetische Strahlung DNA-Schäden hervorrufen kann. Und dann steht sowas natürlich nicht in der Überschrift drinnen, sondern das wird halt auf Doktorniveau verklausuliert und dann muss man das erklären, was da dort drinnen steht. Mhm. Ja, du hast ja auch schon, Michael Sassmann, du hast ja auch gesagt, du zapfst auch die Quellen an oder sein Wissen auch in dem Bereich Studien zu lesen, Statistiken, Zahlen, ja. Ist dein Themenschwerpunkt derzeit auch Gesundheit, Krankheit oder ist es eben auch mehr als das bei den Kanälen, die du betreibst? Ja, also Gesundheit, Krankheit ist sicherlich auch ein Thema, aber ich muss sagen, ich bin jetzt da nicht so wie der Michi, der was sich da in Studien und so weiter hineinarbeitet, sondern ich versuche immer eher, wie gesagt, dieses Psychologische zu hinterfragen, weil eher mehr mein Zugang ist, also dieses
diese Kommunikation miteinander oder wie wird umgegangen oder unterschwellige Botschaften und so weiter, mehr vieles, was so auf der Gefühlsebene zu tun hat, weil ich glaube, ich bin eher so der Gefühlsmensch, für mich ist mehr der Kopfmensch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ja, aber so hat halt jeder so seine Stärken und Schwächen, also dass der Michi da absolut mir überlegen, alles was punkto Recherche und so weiter anbelangt, aber mir gefällt dann, wenn ich von Michi dann das ein bisschen so quasi übersetzen kann für die Gefühlsmenschen. Also ich glaube, so können wir uns immer sehr gut ergänzen, wenn jemand zu mir sagt, hey Michi, du, was redest du denn da daher? Eher so das Oberflächliche, dann kann ich sagen, ja, dann kann ich auf Michi Burner verweisen, der kann dir das dann im Detail erklären, was alles mit Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken und so weiter, aber das ist mir zu heftig, also zu trocken, ja. und darum, ja, ich liebe es, so immer in das hineinzuspüren, wie verhält sich jemand oder etwas Menschen zu beobachten und natürlich dann, und über das mache ich dann eher mehr die Videos, also aus der psychologischen Seite oder aus der kommunikativen Seite, ja. Das hast du ja gesagt, du hast auch vor der C-Krise schon Videos gemacht. Ja. Was sind so Themen, die die Leute interessieren aus deiner Sicht oder zu denen du was tust auf deinen Kanälen? Ja, also ich glaube auch, also vielen Menschen interessiert es diese typische Aufklärungsarbeit, ja, was so hinter den Kulissen abläuft. Natürlich, wie das angefangen hat im Jahr 2020, da hat man noch nicht genau gewusst, wo wird das Ganze hinlaufen und so weiter. Und da ist mir aber sehr stark schon aufgefallen, diese in eine Richtung schon diese Propaganda, muss man sagen, ja, da hat es dann angefangen mit den Masken und so weiter. Und ich habe da schon gesagt, hey Leute, das wird uns länger bleiben, ja, das Ganze. Und dann die meisten haben gesagt, ihr spinnt, das wird in ein paar Wochen vorbei sein, höchstens wirklich ein paar Monate. Und ich habe gesagt, es könnte sein, dass Jahre sogar. Und da warst du ja absolute Spinner. Also das war so weit weg. Und ich glaube, dieses Gespür zu haben, schon ganz am Anfang, dass ich gesagt habe, hoppala, das wird länger dauern, wo noch der Großteil gesagt hat, Blödsinn, das ist schnell vorbei. Und die haben dann im Nachhinein gemerkt, der Michi, der hat da die richtige Intuition gehabt, der hat das richtige Gespür gehabt, einfach aus dem Bauch heraus. Und das, glaube ich, schätzen auch sehr viele Menschen. Ja. Das also ist nicht eine Art Detektor, bist du da. Genau, ja. Und da habe ich eigentlich viele Sachen, das meiste, also ich muss sagen, jetzt die viele Videos sind ja dann zensiert worden auf YouTube, ja. Aber in den meisten Fällen, also ich sage mal 70-80% bin ich immer richtig gelegen, ja. Also immer kannst nicht recht haben, aber dieses intuitive Gefühl, ja, hat sich dann im Nachhinein immer bestätigt. Also schon 2020 habe ich schon gesprochen, wir wissen alle die Agenda, damals Bill Gates und mit den Massen, ich sage immer der Stechus-Kaktus, also das ist immer meine Ausdrucksweise von der Zensur her. Und da habe ich gesagt, ja, das wird wirklich massenweise dann umgesetzt werden. Und ja, da warst auch ein absoluter Verschwörungstheoretiker. Ja. Und schauen wir uns heute an, was Fakt ist. Ja. Immer das wieder zurückreflektieren. Und das finde ich auch sehr spannend von den meisten Menschen, die was damals das nicht geglaubt haben, warum, dass sie heute das nicht mehr rückwärts reflektieren können, dass du vor 2 Jahren als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet worden bist und heute für diese Leute das aber ganz normal ist. Also da muss ich mir die Frage stellen, was stimmt da nicht? Ja? Oder was haben die da mit den Menschen gemacht? Ja? Jetzt ist es ja bei alternativen und freien Medienplattformen, vielleicht Michael Burner als erster jetzt auf diese Frage, so, dass die sehr oft auch natürlich genauso einseitig berichten wie die sogenannten Mainstream-Medien. Ja. Wie kommt man aus sowas aus, beziehungsweise ist diese These, die ich da jetzt formuliert habe, so salopp tatsächlich so, also ist meine Wahrnehmung, ja, dass das so Einseitigkeit auf beiden Seiten besteht und wie kommt man da aus? Ne? Ja, die Wahrnehmung ist aus meiner Sicht richtig. Also auch ich habe das genauso wahrgenommen, dass wir von den einem Mainstream-Extrem in den anderen, in das andere Alternativ-Extrem reinrutschen. Und eigentlich die tatsächliche journalistische Arbeit,
die ja möglichst breit eine Meinung darstellen sollte, meiner Meinung nach, ich bin kein Journalist, das ist wirklich nur meine Meinung, was dann bedeutet, der Lesende kann sich ein Bild machen über das Für und Wider, über die eine Sichtweise und die andere in einer Art Gegendarstellung, ohne dass bewertet wird, welche Darstellung besser ist. Momentan sehe ich das auf beiden Seiten gar nicht. Also wie du auch gesagt hast, der Mainstream scheint sehr politikaffin zu berichten, vielleicht auch vorgegeben, wir wissen das nicht. Ausschauen tut so, aber das ist ein subjektiver Eindruck, solange es keinen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass die Anweisungen von oben kommen und der Mainstream alles gleich schreibt, ist es eher nur ein Eindruck. Aber auf der anderen Seite schaut es eigentlich auch so aus. Also wir haben immer wieder Meinungsführer, die bestimmte Themen reinklopfen in die alternativen Medien. Die greifen das dann wirklich sehr, sehr gerne auf und schlachten das aber wiederum genauso einseitig aus, wie es eben auch die Mainstream-Medien machen. Das ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe eines Journalisten, dass er sich einerseits die Thematiken vorgeben lässt. Ja, der sollte ja eigentlich selbst recherchieren und ich war wirklich heilfroh, dass endlich mal, damals war das im Standard, jemand als freier Journalist wieder was gebracht hat, was kritisch war, wo sich der hingesetzt hat und sich Gedanken gemacht hat über die aktuelle politische Lage. Das war praktisch kurz nach der Abdankung von Kurz. Und dann hat es ein paar Stimmen gegeben, die kurzfristig mal aufgezeigt haben und das Ganze ein bisschen kritisch beleuchtet haben, bis eben der Nächste wieder am Ruder war und dann war wieder Ruhe. Und so darf eigentlich Journalismus sich nicht in die Ecke drängen lassen, weil wenn wir von einer vierten Macht im Staat sprechen, dann heißt das auch Informationsmacht. Und dazu ist der Journalismus aufgerufen, möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen und der Leser hat die Aufgabe, sich eine Meinung zu bilden. Also nicht der Journalist hat die Aufgabe, die Meinung für die Leser zu bilden, sondern es ist die Aufgabe des Lesers, sich eine Meinung zu bilden. Das sehe ich gerade auf beiden Seiten leider nicht. Um zur Frage zurückzukommen, noch Michael Salzmann, gibt es da eine Lösung? Wie kommt man aus diesen Extremen? Ne? Dass man sagt, alternative Medien sind eben einseitig auf der einen Seite, als Ausgleich natürlich auch irgendwie, das ist, ist irgendwie auch logisch, nicht? Wenn die eine Seite so pointiert in eine Richtung berichtet, dass es dann eine Alternative gibt, und zwar nicht innerhalb dieses Mediums, sondern außerhalb. Und dass man sich dann da auch in die gleiche Falle irgendwie verstrickt, weil man dann nur den Bereich beleuchtet, der sonst nicht vorkommt. Genau. Gibt es da irgendeine Idee, die du hast, wie man da rausgekommen kennt? Ich glaube generell, dass es ein Problem ist, immer diese typischen, wenn man von diesen Blasen spricht. Ja, jeder, irgendwo befindet man sich immer in Blasen und ich darf gar nicht mich selbst davon ausnehmen. Ja. Oder wie man oft so schön sagt, den blinden Fleck, den man oft selbst hat. Ja. Weiß ich nicht, ja, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, weil es vielleicht schon viel früher anfängt, das Ganze sich selbstkritisch zu hinterfragen, grundsätzlich den Menschen, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir sozialisiert worden. Und ich glaube, alleine durch die Sozialisierung ist es für viele da draußen sehr schwer, immer aus einem gewissen Konstrukt rauszutreten. Ja. Das gibt's, ja, das ist ja überall beobachtbar, ja. Man ist einfach ein gewisser Typ, du fühlst dich zu diesen Gruppen angezogen oder eher zu denen angezogen. Und der Mensch tickt einfach so, dass er dann eher sein Leben lang oft irgendwie sich immer in demselben Umfeld bewegt, ja. Und da halte ich es schon sehr schwierig, die Menschen in eine Richtung zu ermutigen, dass sie weltoffener denken, freier denken. Und ich glaube, das muss schon in der Kindheit passieren, ja, schon die Erziehung. Ich glaube, das Schulsystem oder ab der Zeit, wo die Kinder beginnen zu lernen und so weiter, da wird es schon von Haus aus der Riegel vorgeschoben durch die ganzen Lehrern. Die ganzen schulischen Institutionen, ja. Und schon, dass das Ganze schon systembedingt ist, dass ja eigentlich gewollt ist, dass man immer verschiedene Menschen schon immer in gewisse Gruppen einteilt und so bleibt denn jeder immer dann in seiner Blase. Und das ist sehr schwierig,
wenn das auf Konditionierung hinausläuft, dass man das Ganze durchbricht. Ja. Andererseits glaube ich, dass wir jetzt in ein neues Paradigma kommen, ja, wo jetzt sehr vieles offensichtlich wird. Und ich hoffe, dass aus dieser Krise, die wir jetzt gerade haben, jetzt wirklich der große Erwachungsprozess kommt und dann Menschen wie mir die Chance bekommen, ja, Zuwachs, Zuspruch von den Menschen, die was sagen, hey, tatsächlich, der hat uns die Wahrheit gesagt, und vertrauenswürdige Menschen. Wer ist heute noch vertrauenswürdig? Wie, ja, es ist schwierig, ja. Seht ihr jetzt auf euren Kanälen, vielleicht, wenn du mal beginnst mit der Antwort, die Möglichkeit, dass ihr auch diese Ausgewogenheit herstellt, oder ist das momentan nicht denkbar? Also das würde eigentlich schon auch die Antwort von der vorhergehenden Frage ein bisschen implizieren. Die Antwort könnte im Prinzip darin liegen, dass sich jeder, der so einen Kanal betreibt, wie der Michi, wie ich, damit auseinandersetzt, eben mit der Frage, wo könnte denn die Wahrheit liegen? Und dann mehrere Zugänge versucht aufzuzeigen und genau das macht, was man eigentlich auch vom Journalismus erwartet, nämlich ein Bild zu zeichnen, das groß genug ist, dass sich die Leute selbst eine Meinung bilden können. Und ja, der Versuch ist natürlich da, aber in sehr kurzer Zeit, wie es bei YouTube-Videos der Fall ist, ist es extrem schwierig, weil man müsste viele Themen dann von mehreren Seiten beleuchten und das geht sie meistens in 10 bis 15 Minuten nicht aus. Das heißt, die Möglichkeit, die YouTube schafft, um dem Ganzen ein bisschen mehr zu entsprechen, ist auf der einen Seite mal die Thematik aufzugreifen und anders zu beleuchten, als es der Mainstream macht. Im Idealfall natürlich auch den Mainstream einbinden und zu zeigen, ja, die stellen das so dar. Zusätzlich dazu haben wir noch Folgendes gefunden und irgendwo in diesem Rahmen wird wahrscheinlich die Wahrheit zu finden sein. Das ist das, was wir machen können. Aber was wir auch noch machen können, ist außerhalb von diesem beleuchteten Bereich noch weitere Bereiche zu beleuchten, wie es der Michi sehr gerne macht, dass er einfach mal sagt, okay, schaut her, so berichtet es der Mainstream, so könnte man ebenfalls darüber berichten, aber was ist eigentlich der Hintergrund dazu? Warum zeigen sie uns so ein kleines Bild, wenn das Bild deutlich größer ist? Und das würde dann auch beide Seiten beinhalten. Also so wie der Mainstream jetzt sagt, okay, wir zeigen zum Beispiel von diesem Tisch das eine Wasserglas, gehe ich beispielsweise her und zeige das andere Wasserglas und der Michi geht dann her und sagt, ja, das ist zwar ganz nett, aber eigentlich ist der Tisch das Thema. Mhm. Also jetzt rein vom Verständnis her muss man von den einzelnen kleinen Punkten, die man beleuchtet, zu einem größeren Punkt gehen und schauen, was könnte denn noch sein. Mhm. Also rein theoretisch könnten ja auf dem Tisch dann noch zwei oder drei andere Wassergläser stehen, die ich nicht beleuchte, die der Mainstream nicht beleuchtet, aber die in seinem Rahmen sehr wohl drinnen sind. Mhm. Wäre eine Lösungsmöglichkeit, aber das könnte unter Umständen sein, dass das dann die Leser wieder nicht interessiert. Mhm. Weil wir sehr gut, ich würde nicht sagen, darauf hingetrimmt wurden, aber sehr gut gelernt haben, Themen so weit voneinander zu differenzieren, dass wir den Zusammenhang überhaupt nicht mehr herstellen können. Da fällt mir ein, dass wir ja auch in so einer Situation sind, dass wir sagen, es gibt seriöse und unseriöse Themen. Aber es ist nicht eher so, dass es auf die Art und Weise der Beleuchtung und Betrachtung eines Themas ankommt, ob es seriös oder unseriös ist. Genau. Michael Sassmann. War das, hat das was, was ich da so vor mich hinrede? Ja, also. Erlebst du dich jetzt als im seriösen Bereich befindlich oder bist du eher so ein unseriöser Typ, so generell, wenn man so von außen schaut, ja, so vom Mainstream her? Ja, vom Mainstream her, ja, also klar, also da geht's mir wie alle anderen Schwurbler, Verschwörungstheoretiker oder ja, in die rechte Ecke geschoben. Dabei muss ich sagen, ich war niemals irgendwie politisch aktiv, war weder rechts noch links, sondern ich war immer Mensch, habe immer versucht, mit allen Menschen ehrlich umzugehen, ein korrekter Mensch zu sein, auch da, wie in einer Firma, immer wieder, ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also auch mein christlicher Hintergrund, weil ich einfach, ich glaube auch an Jesus Christus und wenn du das einfach in dir drin hast, dann versuchst du ja einfach ein guter Mensch zu sein, alles nach bestem Wissen und Gewissen
in deinem Leben zu gestalten, ja. Mhm. Aber natürlich, das interessiert ja dann viele nicht, die sozusagen voreingenommen sind, ein anderes Weltbild haben. Ich sage dann auch immer, was ist überhaupt ein Weltbild? Ja? Es ist ja trotzdem nur ein Bild. Ja? Du hast ein paar Begrifflichkeiten, setzt den Rahmen drüber und schon so sind halt sehr viele Menschen gestrickt. Ja? Und denen interessiert das nicht. Was ist der Mensch wirklich tatsächlich im Hintergrund? Was macht er 99% von seinem Leben, was ich nicht weiß von ihm? Ja? Mhm. Es gibt immer nur 1% vielleicht, was der an dir gerade sieht, und dann kriegst du den Stempel aufgedrückt und ja, leider läuft es eben so oft, ja. Und das Problem ist jetzt, wie du schon gesagt hast, ja, unseriös. Ich bin überzeugt, dass viele eben, die Mainstream schauen, oder ich sehe sie in meinem eigenen Umfeld, von Freunden oder ja, die was mittlerweile keine so guten Freunde mehr sind, ja, für denen, die sagen, was machst denn du für einen Schwachsinn, verbreitest da Blödsinn und was soll man da dazu sagen? Für den, seiner Sichtweise, ja, bin ich unseriös, ja. Mhm. Aber es gibt, sage ich mal, zigtausende andere Menschen, wo ich das große Lob bekomme und so weiter. Also es ist immer wieder aus der Betrachtungsweise des anderen, ja, wie du gesehen wirst. Ja. Also. Und wie gehst du damit um, wenn du so Gegenwind auch spürst oder wenn du eben so in die Ecken gedrängt wirst und in der Schublade gesteckt wirst? Was ist so dein persönliches Rezept? Ja, da habe ich stark an mir arbeiten müssen. Ich bin eher ein Mensch, ich brauche immer Harmonie, ich möchte mit jedem gut auskommen. Und ich muss sagen, wie ich da angefangen habe mit die YouTube-Videos, speziell dann, wo es dann wirklich viele Abonnenten waren, und dann wirst du das erste Mal so richtig beschimpft und richtig durch den Dreck gezogen. Und du weißt eigentlich, du bist der Mensch, der es immer mit den anderen gut meint. Und jeder, was mich so im Umfeld kennt, weiß, ich bin ein ehrlicher, korrekter Mensch, höflich, nett, zuvorkommend. Und dann wirst du teilweise bis aufs Schlimmste diffamiert und alles. Also mit dem musst du schon mal zurechtkommen, ja. Und ich bin eher ein sensibler Mensch. Und klar, wenn du dann solche, die ersten schlimmen Vorwürfe kriegst, da war es teilweise so schlimm, dass man, wie sagt man auf gut Deutsch, da hat man das Magenwasser raufgedrückt, ja, vor lauter Ärger, oder wo du sagst, das gibt's nicht. Also wie gibt's da solche Menschen, die da dich richtig mit Hass Postings zumüllen und so weiter, also schlimm, ja. Und das habe ich auch nicht gekannt, diese Seite. Also weil vorher, wenn du in der Baubranche bist und 20 Jahre lang, ja, hast du da mal den Konflikt mit den einen oder anderen, oder du hast natürlich oft Reklamationen zu tun oder mit ärgerlichen Kunden und so weiter. Aber das ist eher so, ja, das kannst du nicht vergleichen mit da drin im Internet. Also da geht es teilweise schon sehr heftig ab, ja. So. Und dein Rezept jetzt, damit das von dir wegbleibt, oder wie machst du das jetzt? Gibt es da schon eine Lösung, die du gefunden hast? Der Selbstschutz sozusagen. Okay. Also am Anfang habe ich mich immer dann mit diesen Hasskommentaren sehr stark auseinandergesetzt, bin dann immer in die Rechtfertigung gegangen und hinein und zurückgeschrieben und weißt eh so und so. Mhm. Aber das nützt nichts. Also die Leute, die sind dann so dermaßen verkopft, da kannst du mit die größten Beweise kommen oder den Fakten am Tisch legen, die sind ja auch geprägt auf der Gefühlsebene. Ja? Das geht nicht. Du kannst weder die Leute dann überzeugen, auch nicht, wenn du höflich sagst, hey, wie redest du mit mir? Denk mal drüber nach, was du gerade da von dich gibst. Das funktioniert nicht. Ja? Und mit der Zeit kommst du dann drauf, das zerstört dich eigentlich selbst. Ja. Und mittlerweile habe ich mir angewohnt, dass ich solche Kommentare gar nicht mehr beachte, oder ich gebe dann keine Antwort mehr drauf. Und das soll jetzt keine Ignoranz sein, aber es ist einfach ein Selbstschutz. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch hat das Recht, sich selbst zu schützen, ja, und sich nicht so einem Müll auszusetzen. Ja, weil ich würde es ja auch nicht so machen, so wie der vielleicht. Also das würde mir im Traum nicht einfallen, da irgendwelche Menschen dann nur für seine Meinung zu beschimpfen oder wie auch immer. Ja. Ja, danke. Ist das jetzt auch so dein Weg oder geht es dir da anders? Nachdem ich sehr viel aus Studien und Artikeln heraus picke und diese vorstelle, ist jetzt der Shitstorm auf persönlicher Ebene verhältnismäßig wenig.
Allerdings verfolge ich da auch eine sehr klare Linie auf dem Kanal, wer mich persönlich beleidigt, also ohne Argumente, ohne irgendetwas, der wird blockiert und gelöscht, weil ich mich nicht damit auseinandersetze, wenn ich ihm nicht zum Gesicht stehe, warum kommt er auf meinen Kanal. Also da gibt es keine Diskussion, der ist einfach weg. Wenn er aber argumentativ irgendetwas einzuwenden hat gegen das, was ich im Video bespreche, wenn er mehr Wissen hat, als diese eine Studie darstellt, ja bitte her damit. Das ist doch gut. Ich meine, eine Diskussion macht ja nur dann Sinn, wenn man unterschiedliche Standpunkte hat und dann schaut, wo kann man zusammenfinden, wo kann man sein Wissen erweitern. Aber das ist wirklich, wenn es um eine Diskussion geht. Also wenn er herkommt und mir irgendwelche Schimpfwörter unten reinschreibt, dann ist das keine Art von Diskussion. Das ist eine ganz persönliche Beleidigung und darauf reagiere ich nicht. Der ist einfach weg. Das, was auch immer ein großes Thema ist, alternativfrei, das sind zwei so Worte, die man auch irgendwie definieren müsst, finde ich. Ja. So, was ist denn das? Wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber geredet. Alternativ, frei, wann ist man wirklich alternativ und wirklich frei? Ja, das Wort frei ist extrem schwierig, weil frei beginnt im Prinzip schon bei den eigenen Gedanken, die überhaupt keine Grundlage haben müssen, sondern einfach aus einer bestimmten eigenen Sichtweise heraus produziert werden. Und die können selbstverständlich wissenschaftlich abgeglichen auch falsch sein. Alternativ würde ich meinen sehr wohl, weil alternativ nimmt zumindest die eigene Meinung mit hinein. Schön wäre es natürlich, wenn man das Ganze auch als Meinung dann darstellt. Also wie man zu dieser Meinung kommt, ob man das erklärt oder nicht, ist wahrscheinlich jedem selbst überlassen. Aber wenn er damit versucht, eine geistige Anregung beim Zuseher hervorzurufen, warum auch nicht, ist jedem selbst überlassen. Wichtig natürlich auch hier, im Idealfall Beleidigungen auszusparen, also insbesondere wenn es um Diskussionen geht über Politiker oder über bestimmte Wirtschaftstreibende, über Wissenschaftler, dann geht man relativ schnell in die Richtung über, dass man halt sagt, okay, der ist bezahlt und der hat halt die Parteimeinung übernommen und der hat dieses und jenes. Einfach weglassen im Idealfall, sondern wirklich fachlich, sachlich über die ganzen Sachen sprechen und dann schauen, wo man sich wiederfindet. Und alternativ sollte in die Richtung gehen, dass man mehr aufzeigt als irgendeine einseitige Sache. Möchtest du da noch was ergänzen? Ja, also ich finde, der Wortbegriff alternativ, finde ich, also wird von vielen Menschen ja oft auch als negativ assoziiert. Weil alternativ, da hat man ja immer schon wieder die typischen, also sofern ich das in meinem Umfeld beobachte, war ihr die Alternativen, ja, wo man sagt, ja, das sind die vegan, Jesus Schlappen tragen, Flower Power und so weiter. Also da haben wir auch viele aus dem Mainstream, die nehmen das nicht so ernst, oder wenn man sagt, ja, ihr nur von den alternativen Medien, ja. Also so habe ich in etwa den Eindruck, dass schon mit der Begrifflichkeit sehr viel angerichtet werden kann, ja. Und dann hört man oft schon gar nicht mehr zu. Also ich habe da auch vor kurzem wieder ein Bekannter, also von meiner Lebensgefährtin, der hat sofort gleich gesagt, ja, hör mal doch auf mit diesen alternativen Medien. Ja. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass man sagt, die haben mittlerweile so einen Stellenwert schon erreicht, sind schon so gut aufgestellt. Natürlich, wie wir zuerst gesprochen haben, es gibt sehr viele schwarze Schafe, diese ganze Vermischung, alles wird in einen Topf gehaut, aber die Perlen unter diesen alternativen Medien, die sind so großartig, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Also die können ja bei Weitem, oder die seriösen Mainstream-Medien können so manchen alternativen Medien nicht ansatzweise das Wasser reichen. Ja? Also das sind ja hochqualitative Betreiber, ja, man schaut nur die Gäste, wo es oft eingeladen werden, auch bei euch, also da sagst du einfach Wahnsinn, also welche wirklich seriösen Gäste auch ihr immer wieder hier habt, ja, bei euch.
Aber das wissen viele nicht. Also wenn ich nur oft in meiner eigenen Familie so schaue, nein, habe ich noch nie gehört, wirklich. Und die musste ich schon fast hinschieben oder zwingen, dass man sagt, bitte schau dir das an. Also da gibt's ja auch zum Beispiel vor Jahren schon, da habe ich mir die ersten Berichte oder die Vorträge vom Dr. Daniele Ganser angeschaut oder Professor Mausfeld und so weiter. Also die haben ja ein hohes Niveau, aber da hat's immer noch Menschen gegeben, ein Umfeld, die haben die nicht gekannt. Und sage ich, was, du hast noch nie einen Vortrag vom Dr. Daniele Ganser oder vom Professor Mausfeld, wo so Massenpsychologie geht und so. Das ist ja fast heute schon eine Wissenslücke, ja? Wenn ich mir solche Vorträge noch nicht angeschaut habe. Ja. Und da sind dann ja eben wieder diese Leute in dieser Blase, ja, immer noch diese seriösen Mainstream-Medien, aber das hat sich mittlerweile schon extrem gekehrt. Ja. Also, und ich glaube, das wird demnächst alles einmal hervorkommen, die echte Wahrheit, oder ja, man, was ist die Wahrheit? Also, aber ja, da sind wir wieder durch. Aber ja. zumindest einmal, dass das mehr akzeptiert wird, sagen wir so, ja. Auf mehr genau. Zuspruch. Dass also die Wahrheit auch von verschiedener Seite beleuchtet, gefunden werden muss, ja, und nicht nur, es eben nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern wenn es eine Wahrheit gäbe, dann zumindest würde sie erst gefunden werden, wenn man von verschiedenen Seiten drauf zugeht oder hinschaut, ne? Ja. Denke ich mal. Ja. Besteht nicht auch die Gefahr, dass so sogenannte alternative Medien auch irgendwie vereinnahmt werden dann von irgendwelchen Geldgebern zum Beispiel? Weil das ist immer die große Frage, wie finanziert man das? Ne? Ja, ja, das, genau. Ja, ja, es ist natürlich auch bei uns immer wieder eine Frage gewesen, ob man den größeren Schritt, also den ihr ja hier schon verwirklicht habt, auch gehen sollen und wie sich der dann auch finanzieren lässt. So eine hundertprozentige Lösung haben wir nicht, weil momentan unsere Kanäle komplett werbefrei laufen. Wir verdienen nichts dabei, wir haben keine Geldgeber aus dem Hintergrund, es gibt keine politische Partei, die sich dafür interessiert. Wahrscheinlich sind wir dazu ein bisschen zu breit aufgestellt von unseren Meinungen, Zugängen, Sichtweisen, also es passt einfach bei den Kanälen nicht in eine bestimmte Schiene rein und von dem her sind wir wahrscheinlich für die Politik sehr uninteressant, aber völlig richtig, also auch ich bin der Meinung, dass sogar sehr viele unter Anführungszeichen alternative Medien ausgerechnet aus den Parteien heraus gegründet wurden. Könnte man natürlich auch einige aufzählen, aber das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Wenn wir uns die Zensurwelle auf YouTube anschauen, ich denke, die meisten wissen das eh, dass in bestimmten Medien sehr, sagen wir mal, parteitreu berichtet wird und eigentlich braucht man sich die Artikel nur durchlesen und es wird relativ schnell klar, in welche Richtung hier gesteuert wird. Und aus meiner Sicht hat das nichts mit alternativen Medien zu tun. Die hängen sich nur einen wunderschönen Titel um, der eigentlich die Leute anlocken soll, aber in Wahrheit machen sie dann wieder Parteiprogramm. Genau, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, einfach wie kommt man da dann über die Runden, mehr oder weniger. Ja. YouTube-Strikes hast du jetzt gerade angesprochen oder Zensur, ja. Haben wir schon. Wie läuft das da bei euch? Wie geht ihr damit um? Kommt das vor? Ich nehme an, ja. Also bei mir war es ja so, der große Kanal, ich sage immer der größte, wo ich über 20.000 Abonnenten habe, da dürfte ich schon mit der Krise sehr im Fokus geraten sein, ja, von YouTube. Und die haben dann angefangen, ja, nach und nach immer mehr Videos zu zensieren, habe dann schon den zweiten Strike gehabt und beim dritten bist du dann sowieso weg, dann wird der ganze Kanal gelöscht. Und dann ist sogar so weit gegangen, dass sie die alten Videos, also die, was wirklich vor Monaten schon gemacht worden sind, auch schon gelöscht worden sind. Und natürlich, was machst du jetzt? Ja? Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt noch ein Strike, wenn da jetzt noch kommt, ja, dann ist der ganze Kanal weg. Jetzt habe ich von selbst heraus, habe ich dann fast die meisten Videos gelöscht. Ich habe damals, glaube ich, fast 300 Videos schon umgehabt, ja, und habe bis auf zwei Videos alle gelöscht, ja. Habe dann eigentlich mit dem GVA-Kanal wieder von vorn angefangen, ja. Und da hat man einfach dann gemerkt, was eigentlich Zensur bedeutet. Und dann beobachtet man natürlich auch im Umfeld, wer alles noch so zensiert wird und so weiter. War dann natürlich auch erschrocken. Auch die alternativen YouTube-Kanäle, die ich selbst schon jahrelang verfolgt habe,
unter anderem auch, wo der Dr. Daniele Ganser vieles auch immer publiziert hat. Und selbst diese sind dann auch schon zensiert worden und ja, schlimm geworden eigentlich. Und ich weiß noch, ein paar Jahre vorher haben wir immer schon gesagt, ja, wenn das einmal kommt, wenn der und der einmal zensiert wird, dann müssen wir uns schon große Sorgen machen, ja, wo unser Land hinsteuert. Ja. Und so ist es dann wirklich gekommen, ja, jetzt während dieser C-Krise. Also da wäre ich so, dass diese eine Meinung und die wird halt vom Großteil vertreten und alles andere wird niedergeprügelt. Ja. Also bei dir gibt es auch ähnliche Erfahrungen? Ja, ich bin im größeren Kanal gerade im zweiten Strike, also kann momentan auf dem Kanal nichts hochladen. Es war eigentlich beim ersten Video erstaunlicher, dass das gestrikt wurde, weil es dabei um eine Studie gegangen ist, die ich vorgestellt habe und habe mir natürlich dazu auch einige Gedanken gemacht und die Begründung, warum es gestrikt wurde, war eigentlich so offensichtlich, wie man es nur machen kann. Da ist nicht gestanden medizinische Fehlinformation, weil es gar nicht um Medizin gegangen ist, sondern um eine Strahlungsstudie. Und die haben dann wirklich reingeschrieben, ja, wir mussten dieses Video löschen, weil die Zuseher hätten aufgrund der Inhalte des Videos annehmen können, dass die Maßnahmen der Regierung sinnlos sind. Man so etwas als Begründung für einen Strike herzunehmen, ist eigentlich schon eine bodenlose Frechheit, weil jeder, der weiß, was dann im Hintergrund passiert, und selbstverständlich habe ich das auch in einem Video dann angesprochen, dem ist selbstverständlich in dem Moment klar, wo er die Begründung liest, dass an dieser Studie was dran sein kann. Nicht muss, aber dran sein kann. Und das bedeutet, wenn etwas dran sein kann, dass die Menschen darüber nachdenken beginnen. Und genau das wollte man damit verhindern. man soll sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden, aber versuchen zu verhindern, dass Menschen über etwas nachdenken, bringt sie in der Regel dazu, dass sie noch mehr darüber nachdenken. Meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber höchstwahrscheinlich sehr ähnlich. Und der zweite Strike war, dass eine aus einer Studie zitierten Behauptung, also ich habe die Studie nicht vorgelegt, sondern ich habe frei daraus zitiert, der Expertenmeinung der WHO widerspricht. Womit sich für mich die Frage stellt, ob die tatsächlich über die Studie Bescheid wussten. Und wenn nicht, stellt sich für mich die Frage, ob die Expertenmeinung tatsächlich so expertisch ist. Also man darf sehr wohl auch Experten hinterfragen, weil die mit einem zwar profunden Wissen kommen, aber nie alles wissen können. Und gerade wenn eine sehr neue Studie herauskommt, ist die Frage, ob die Experten sich dann diese Studie schon angesehen haben, gegengelesen haben, vielleicht sogar gegengeprüft haben und was dabei herausgekommen ist. Und wenn man, also es gibt ja sehr viele diese Peer-Review-Studien, die halt einfach mal auf den Markt kommen, um zu zeigen, was man erarbeitet hat. Und die sind noch nicht gegengeprüft. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie falsch sind. Also aufgrund von solchen Videos dann einen Strike auszusprechen, halte ich für höchst problematisch, weil man im Vorhinein etwas zensiert, wo man nicht weiß, in welche Richtung das wirklich geht. Mhm. Also man hat hier eine Meinungszensur vorgenommen, bevor man weiß, ob das stimmt oder nicht. Das ist höchst problematisch, weil in meinen Augen selbstverständlich alle Studien geprüft werden müssen. Und ich habe ja nicht gesagt, dass diese Studie richtig ist oder falsch ist oder irgendwas. Ich habe nur daraus zitiert. Ein Zitat ist nicht falsch, weil ein Zitat entspricht dem, was in der Studie steht. Also hier einfach drüber zu fahren, ist aus meiner Sicht wirklich Zensur allerhöchster Güte. Und im Hintergrund auch noch der Gedanke, woher weiß denn YouTube, was gerade Expertenmeinung ist. Also rechtlich auf sehr, sehr dünnem Eis so eine Zensur auszusprechen. Wenn ich da einhaken darf, auch bei mir war es ja der erste Strike damals mit diesen 50 Maskenstudien. Ja. Mhm. Also das war für mich ein absoluter Schock, weil ich habe das auch aus einer verlässlichen Quelle bekommen.
hat man natürlich das, also das sind ja sehr viele Berichte drin gewesen und so weiter. Also, aber für mich war es einmal auch in erster Linie wichtig, dass man sagt, ja, die Leute müssen jetzt informiert sein, habe dann den Link drunter gesetzt und habe gesagt, lest euch das selber durch, bildet euch eure eigene Meinung. Aber da gibt es wirklich weltweit über 50 Studien, ja, die natürlich was anderes sagen zum Maulkorb. Ja, ich sage immer der Maulkorb. Habe mir gedacht, super, echt was Seriöses, das kann ich jetzt da wirklich allen präsentieren. Und ich glaube, und das war ziemlich am Anfang noch, also da, ich muss sagen, da habe ich, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden habe ich schon ein paar tausend Aufrufe gehabt. Also das war also richtig durch die Decke gegangen anscheinend. Und ich glaube, nach 4 oder 5 Stunden war es schon weg, ja, das Video. Dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, also dass du nicht einmal offiziell das erwähnen darfst oder einen Link drunter setzen kannst, ja. Und da habe ich dann das auch bekommen wegen medizinischer Fehlinformationen, ja. Und ja. Man sieht auch, dass sich YouTube beim Striken professionalisiert hat. Ja, bei ihm hat das Ganze noch 4-5 Stunden gedauert. Bei meinem letzten Strike, da habe ich das im Auto hochgeladen, bin zu ihm in die Wohnung raufgegangen und es war schon weg. Also das waren nicht einmal 5 Minuten. Ist das Ausweichen auf andere Plattformen, die natürlich nicht so einen Level haben wie YouTube von den Abonnenten her und von den Zahlen her, ist das eine Alternative, eine Lösungsmöglichkeit? Kann man die Leute von YouTube wegbringen, woanders hin? Was ist da so eure Perspektive? Ich finde es gut, ja, dass es Alternativen gibt, aber natürlich ist YouTube, ich sage mal, der Platzhirsch, ja. Man kann ausweichen, wir weichen auch teilweise aus, ja, aber natürlich ist es nicht so toll, ja, wenn man jetzt da nicht so viele Menschen erreicht. Ich meine, automatisch, also wir haben da jetzt schon auch dieses Library oder Odyssey, ja, wo du dann sozusagen, wo immer dann diese Videos schon gespeichert sind, ja, aber das bei Weitem weniger. Ja, ich weiß nicht, an was das liegt, aber es interessiert anscheinend dann die Leute nicht so, dass sie sich dann woanders schlau machen. Ich glaube, YouTube hat auch schon fast so einen Stellenwert, wo die Menschen schon aus der Bequemlichkeit heraus, ja, alles, was man gewohnt ist, das benutzt man einfach, ja. Und es ist sehr schwierig für neue Medien. Also ich wüsste jetzt nicht, welches da jetzt YouTube gleich käme, ja. Also muss man ganz fairerweise sagen, ja. Also, ja, auf YouTube ist es ja eigentlich von der Plattform her nicht wirklich mehr eine Videoplattform, sondern eigentlich eine Werbeplattform. Also die Art und Weise, wie YouTube aufgebaut ist mit diesen Vorschlägen, also auch Vorschläge in Bereiche, wo du vorher nicht gesucht hast, sondern die speichern im Prinzip alles, was du irgendwann einmal gesucht hast und dann schauen sie, wo unter Anführungszeichen Newcomer sind, die gerade viel Zulauf haben und die spült es dann sozusagen in diesen Algorithmus nach oben und dann siehst du, auch Kanäle, die du vorher überhaupt nicht gekannt hast. Und auf diese Art und Weise arbeitet eigentlich niemand. Also auch wenn man zum Beispiel Telegram hernimmt, wo wirklich eine unglaubliche Zahl an Menschen vorhanden ist, müssen die aber vorher wissen, dass es dich gibt, weil sie dich sonst nicht suchen. Also das heißt, die Videos werden nicht automatisch vorgeschlagen, die Kanäle werden nicht automatisch vorgeschlagen. Es ist für jeden Einzelnen sehr viel mühsamer, dass er sich dort orientiert, was ihn interessiert, als beispielsweise auf YouTube. Ja, also noch sind die Alternativen sind zwar da, aber sie sind noch nicht in der Form nutzbar, wie es natürlich für euch als YouTuber, als sogenannte, auch wichtig wäre, ne? Dass man also eine Seherinnenschaft findet, die da auch den Kanal abonniert und sich dann auch mit den Inhalten beschäftigt. Vielleicht noch zu einer abschließenden Frage. Wir haben sie schon kurz gestreift, aber ich würde es gerne noch einmal am Ende auch sehr explizit noch einmal stellen. Seht ihr eine Chance darin, weil das war also auch die Überschrift, oder wie kann man das gestalten, dass tatsächlich diese sogenannten alternativen Medien auch dann letztlich in die Rolle der vierten Gewalt rutschen und was braucht es dann noch, weil dort sind wir ja noch nicht, beziehungsweise da braucht es ja was dazu, was wären so Ansätze, um das zum Tragen zu bringen, was ja ganz wichtig ist in einer Gesellschaft, in einem Staat, dass es eben auch diese sogenannte vierte Gewalt wieder gibt, die da ordentlich mal auf den Putz hat und schaut, dass da alles, was schief läuft, auch angesprochen wird und möglicherweise dann im Idealfall auch verändert wird. Also ich glaube, ich sehe immer die Krise als Chance auch. Also ich glaube jetzt mit diesem ganzen C-Wahnsinn, was da passiert ist, sehr vieles offenbart worden ist, ja.
Und ich glaube, früher war das noch viel schwieriger, das Ganze zu durchblicken von diesen sozusagen von diesen Mainstream-Medien, wo man sagt, also es gibt trotzdem auf der einen Seite jetzt viele Menschen, die erwachen, ja, die jetzt draufkommen, hey, wir wurden wirklich verarscht, ja, aber bis aufs Schlimmste. Und natürlich, man, wir brauchen sich nur umschauen, was jetzt überall auf den Straßen los ist. Ja, ja, ist ja ein Zuwachs überall, Demos überall in ganz Österreich und so weiter. Also das hat schon sehr stark jetzt an Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, wenn das einmal so eine richtige Eigendynamik bekommt, auf der einen Seite verlieren jetzt diese Mainstream-Medien oder diese sogenannten seriösen Medien, ja, verlieren ja immer mehr Zulauf. Also das ist das, braucht man ja, bin mir sicher, der Michi konnte es uns statistisch ausrechnen, glaube ich. Also, aber das ist jetzt einfach einmal mein Gefühlsempfinden, dass viele schon sagen, ey, hör mal auf, ich brauche kein Fernsehen mehr. Also ich habe schon seit, glaube ich, 7 Jahren keinen Fernseher mehr. Ja, aber damals warst du ein absoluter Außenseiter. Was, du hast kein Fernsehen? Das gibt's ja nicht. Also es war so irre. Aber mittlerweile, ich kenne voll sehr viele, ja, die was kein Fernseher mehr haben. Also da sieht man schon jetzt diese Tendenz, ja. Und da bin ich überzeugt davon, ja. Und diese neue Generation, diese Jungen auch, ich sehe es bei meinem eigenen Sohn, der ist jetzt 18 Jahre alt, für den sind diese Massenmedien nur mehr Schwachsinn oder wie auch immer, ja. Der hat sicherlich, sagt, hör mal auf mit dem, und die haben halt ihre eigenen Social-Media-Kanäle und wie auch immer. Also da kommt sowieso noch einmal eine ganz andere Generation nach. Also da ist für denen eh der Zug schon abgefahren. Ja? Also ich bin überzeugt davon, dass wir in 5-10 Jahren eine komplett andere Medienlandschaft haben werden. Ja? Also eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit. Und das ist wieder für mich als Gefühlsmensch, wo ich am Anfang gesagt habe, da war ich, bin ich immer richtig gelegen. Und da, glaube ich, liege ich auch wieder richtig. Ja? Also okay. Das ist jetzt meine subjektive klar, so soll es ja auch sein. Einschätzung, ja. Sehr gut, danke dir. Und von dir her? Damit wir in diese Richtung gehen können, die der Michi da angesprochen hat, dass eben die Alternativen tatsächlich eine Gewichtung bekommen, also auch nicht nur bei der Bevölkerung, weil dort scheint ja der Zuwachs momentan ungebrochen, sondern auch als Kraft in Richtung der Politik, mahnend, weisend vielleicht sogar informierend, wie auch immer, glaube ich, muss sich jeder Einzelne, der sich alternativ oder alternativer Journalist schimpft, sich selbst an der Nase nehmen und seine persönlichen Werte so weit hochdrehen, dass er in diesem Bereich tatsächlich eine Alternative bietet. Weil alternativ heißt für mich nicht einfach anders, sondern möglichst umfassend. Und das bedeutet dann, wenn ich auf der einen Seite den Mainstream habe und auf der anderen Seite die Alternativen, die gerade ebenfalls einseitig informieren, sollte sich möglichst mittig eine Plattform bilden, die die Werte hochschraubt in Richtung Information aus möglichst vielen Blickwinkeln und auf der anderen Seite Information in Richtung Politik. Wie schaut es denn aus in der Bevölkerung? Weil was wir jetzt gerade gesehen haben und immer noch sehen, in den Mainstream-Medien wird die Politik, sagen wir, sehr hoch gehalten im Sinne von, die haben immer recht. Und man sieht, dass die Leute auf der Straße sind. Wie passt das zusammen? Also da haben offensichtlich die Mainstream-Medien genauso wie die Politik, die sich möglicherweise gemeinsam in einer Blase befinden, die Bodenhaftung zu den Menschen komplett verloren. Und genau hier müsste eigentlich die alternative Szene sagen, okay, das, was ihr berichtet, ist einfach komplett am Volk vorbei. Wir bieten möglichst gute, möglichst umfassende Informationen und gehen damit nicht nur in Richtung Bevölkerung, das passiert ja teilweise schon, sondern auch in Richtung der Politik und vermitteln, was das Volk will. Und eigentlich sollte die Politik ja umsetzen, was das Volk will. Das wäre eigentlich die Idee der Politik. Momentan sehen wir das leider überhaupt nicht, also zumindest in deren Bubble sind die Informationen einseitig. Aus welcher Richtung, also ob das jetzt von unten rauf geht, also von den Medien zur Politik oder von der Politik runter zu den Medien, das ist im Prinzip egal, weil wenn es die gleiche Bubble ist, dann informiert sie am Volk vorbei und zwar in beide Richtungen und das ist eigentlich nicht die Aufgabe.
Die Aufgabe wäre, möglichst umfassend zu berichten, möglichst wahrheitsgetreu, und das heißt natürlich dann aus mehreren Perspektiven, hier die Informationen zusammenzusammeln und in beide Richtungen, Richtung Politik und Richtung Bevölkerung zu informieren. Dann könnten wir tatsächlich einen kompletten Wandel im Journalismus finden und die alternativen Medien als echte Alternative zu diesen einseitigen Massenmedien etablieren. Das lasse ich jetzt als Schlusswort stehen. Wunderbar. Danke euch beiden. Danke Michael Sassmann. Danke Michael Burner für dieses spannende Gespräch auch. Ja, danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten genauso wie ich viel Freude und Spaß in unserer Diskussion und wissen jetzt ein bisschen mehr zum Thema alternative Medien beziehungsweise zu der Möglichkeit, wie auch diese wieder oder wie diese dann in ihre Macht kommen können, um hier auch als vierte Gewalt im Staat ihren Platz zu finden. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Idealism prevails. Make the world a better place.